Hallo meine lieben Filmfans und fucking Freaks und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns beiden. Ich komm mal weiter. Das ja. Links. Nein, links. Achso. Oh. Ja, das kann ich. Der Moviekratzer. Ja. Wie ihr seht, ist der gute Patrick immer noch bei mir. Ja, Moment. Ich muss gerade mal bei Discord was machen. Oh. Ist das Kunst oder kann das weg? Arabidaji. So, okay. Ja, das ist jetzt quasi ein Tag nach Ostern. Terrifier 2. Und ich habe den Patrick gefragt, hör mal, hast du nicht noch Lust, hier um die Ecke ist ein Kiosk, ja, ein Getränkehandel mit Zeitschriften, wer diesen Ausdruck vielleicht nicht kennt. Und der Besitzer ist auch ein ehemaliger Sammler. Der hat seine Filmsammlung aufgelöst von, was hat er gesagt, 3000 Filmen. Und ja, der klägliche Rest ist noch da. Und er ist jetzt umgestiegen auf Schallplatten. Und da haben wir mal geguckt, was ist denn da noch so übrig? Ne? Und dann hat er gesagt, ja, ich gehe mit. Und ja, die Ausbeute davon, die zeigen wir euch now. Wann? Now. Also nicht? Doch. Mal die Checky kann er denn so hören. Also. Okay. Ja, der Gast kann gerne anfangen. Abwechselt oder so? Ja, das seht ihr dann auf meinem, das seht ihr dann auf meinem Kanal. Nein, ja, wie gesagt, wir waren in diesem Kiosk, war ein sehr netter Kontakt und natürlich war das Beste schon weg. Da lagen jetzt vielleicht noch 200 Filme von 3000, aber wie, ich bin der Meinung, ich habe hier und da noch ein paar Schnapper gemacht. Der hat pro DVD 1,50 Euro genommen, hat aber dann zum Schluss auch abgerundet. Ja. Also wir haben wirklich nicht viel bezahlt für. Ich habe auch unter anderem ein PlayStation 4 Spiel entdeckt. Ja, ich dachte, für meine Jungs könnte das eventuell was sein. Große Roboter, irgendwas zerstören, irgendwas sinnlos kaputt machen. Ich kenne das nicht, ich habe da nicht so viel Ahnung davon. Ich kenne bei PlayStation 4 nur Tunnelblick und Resident Evil. Alles, was so drumherum ist, habe ich ja, habe ich dann hier Mech Warrior 5. Wie gesagt, ach Gott, so geht's. Ja. Nein, so. Den habe ich da jetzt gefunden, wie gesagt, USK, FSK 12. Was heißt denn, FSK heißt freiwillige Selbstkontrolle und das ist unfreiwillige Selbstkontrolle, oder was? Nee, USK ist immer für Spiele, aber da weiß ich jetzt gerade nicht die Abkürzung. Ja, schreibt es mal einfach in die Kommentare. Ja. USK, unfreiwillige Selbstkontrolle. Ja, wie gesagt, ist für meine Jungs. Ich denke mal, für die müsste dann was sein. Hauptsache Roboter, irgendwas schießen, kaputt machen, passt schon. Sollen wir so ein bisschen abwechseln machen? Wie groß ist denn dein Stapel? Mein Stapel ist natürlich... Ich habe 5. Ja. Dann habe ich, jetzt weiß ich natürlich nicht, die Hüllen sehen nicht mehr so dolle aus, aber ich habe mir eben gerade schon parallel so ein Monsterpack DVD-Hüllen wieder bestellt. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich weiß auf jeden Fall aus der damaligen Zeit, es gab, glaube ich, 2 Kinofilme. Und jetzt weiß ich nicht, ob das wirklich der erste Teil ist. Ich wollte es nämlich vor Ort nachgucken, aber hier in Düsseldorf, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich wäre im dritten Land hier. Hauptstadt von NRW, Landeshauptstadt von NRW. Ich stand im Geschäft, ich habe T-Online. Ich hatte keinen Internetempfang. Mein Handy hat nur Notrufe zugelassen. Ich wollte eigentlich googeln danach vor Ort. Es geht hier so zwar um Mesh. Ich weiß, es gab auf jeden Fall mal mindestens 2 Teile. Vielleicht noch einen dritten, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. 2 Teile auf jeden Fall. Da wusste ich nicht vor Ort, ist das der erste Teil. Oder der zweite Teil, weil es da so steht. Ich hab keine Ahnung, weil auf dem Spine ist auch diese... Ich meine, da war... Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß auf jeden Fall, zur damaligen Zeit, meine Eltern hatten damals so einen Videokatalog gehabt. Das hätte ich ganz gerne mal wieder. Die war so immer für... immer jedes Jahr kam ein neuer Katalog. Das war wie so ein kleines, dickes Büchelchen. Okay. So groß, wie ein bisschen größer wie eine DVD war das. War dann immer so ein dicker Schmöger. Dann waren alle Filme, die zum Beispiel dann 88, dann ein Katalog für 89. Wie hieß das dann?
Daher weiß ich das. Und dann hatten meine Eltern auch noch so einen Komplettkatalog gehabt. Von den letzten 15 Jahren. Mhm. Da war das dann. Na, auf jeden Fall habe ich das gefunden. Mash. Weiß jetzt natürlich nicht, ist das der erste Teil, der Pilotfilm oder der Kinofilm? Keine Ahnung. Die Serie selbst hat mir nicht so gut gefallen, aber ich hoffe, dass das doch vielleicht ein bisschen besser ist, der erste Film. Weil ausgezeichnet mit einem Oscar nominiert für 5 Oscars. Kann es ja schon mal kein Mist sein. Ich meine, muss ja so gut gewesen sein, dass die zumindest davon eine Serie gemacht haben. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da ein bisschen raus. Also mir sagt das was, aber ich glaube, das lief auch irgendwie mal auf Kabel 1 oder so, die Serie. Aber das ist nicht so meins gewesen. Für die Leute, die es nicht kennen, MASH ist die Abkürzung für Mobile Army Surgical Hospital. Also quasi so ein Krankenlazarett, wo dann die Ärzte sind und sich um die Verwundeten kümmern aus dem Vietnamkrieg. Und das alles ein bisschen verpackt mit ein bisschen Humor. Aber ich denke mal, hier wird das nicht so sein, weil FSK 16. Ja? Die Serie war ja nicht FSK 16. Das war ja, kam ja nachmittags. Das ist ja FSK 6, ist das ja. Das ist ja, ja alles so ein bisschen zu sehr auf die Schippe genommen. Also, ja. Also quasi so, Herr Doktor, wenn ich so mache, dann tut's weh. Ja, wenn ich hier drücke, tut's weh. Wenn ich hier drücke, tut's weh. Wenn ich hier drücke, tut's auch weh. Ja, klarer drück- Fall. Hast du Finger gebrochen. Dann drücken sie doch nicht. Ja, ja. Ja, gut, prima. Machen wir abwechselnd, Jo. Hm? Ja, dann ja, habe ich leider, war ich ein bisschen zu schnell. Ich Gurke. Ja, Universal Soldier 2, das ist ja die TV, quasi der Nachfolger im TV-Bereich. Gary Busey, Busey macht da mit und, unter anderem, aber leider ist das die 16er-Version. Ich habe auch schon nachgeguckt, da fehlen sage und schreibe 5 Minuten. Ach du liebe Gott. Ja. Den kannst du auch alles andrehen. Scheißegal, ja. Was. Da habe ich habe den nur gesehen, dachte mir so, oh, geil, geil, muss ich haben. Und ja, geht dann direkt in mein Tauschkörbchen. Dann, ich hatte ja... Ach so, ganz ja. Kurz, da steht 3,99 drauf, habe ich natürlich nicht bezahlt. Sage ich euch nachher am Schluss, was ich für den ganzen Stapel bezahlt habe. Ja, dann habe ich mir einen Film geholt, den habe ich nicht upgraded, sondern... Retour. Downgegradet. weil ich versuche mich ziemlich von meinen, es ist alles zu viel. Ich wollte eigentlich ganz viel Jewel Case sammeln und Snapback Case, wollte ein bisschen auf den Zug mit aufspringen, weil es gibt schon schöne Snapback Case. Und alle Snapback Case, die ich schon andersweitig auf Blu-ray oder DVD hatte, habe ich jetzt abgestoßen. Das heißt, ich habe nicht mehr so viele Snapback Case, vielleicht 25 Stück. So, und jetzt habe ich einen Film gesehen, den habe ich nur im Snapback Case. Jetzt kann die Snapback Case dafür auch weg. Jetzt habe ich mir auf jeden Fall mal geholt. Maverick. Ja, die Hülle an sich, die fühlt sich sehr, sehr krustig an. Wie gesagt, kommt auf jeden Fall eine schöne neue DVD-Hülle drumherum. Und naja, jetzt habe ich den Film auf jeden Fall in eine Keepcase-Variante. Ich muss ganz ehrlich sagen, Keepcase-Varianten sind mir noch... Ja... die liebsten. Ja. Es ist zu viel. Jewel Case, Snapper Case, Snapper Case und Case, Case, Case und nee. Wenn ich alles ein bisschen upgraden oder downgraden kann zu einer Keep Case, mache ich das stellenweise schon. Das macht er da. Ja, dann mache ich das. So, dann ich war ja schon mal bei dem guten Mann, also sprich, ich war jetzt mit dem Patrick das dritte Mal da. Und ich weiß nicht, warum ich den das letzte Mal nicht mitgenommen habe. Das war jetzt eigentlich so der Grund, warum ich dann noch mal jetzt hingegangen bin. Und zwar 2002 durchgeknallt im All mit Leslie Nielsen in einer kleinen, ja, so ein Mini-Kurzauftritt macht ja auch noch die Verona mit. Damals noch Feldbusch. Alexandra Kamp macht auch mit, sehe ich gerade. Du Heilige. Ich glaube, das ist auch einer seiner letzten Filme gewesen, meine ich, bevor er ja selber ins All gegangen ist. wahrscheinlich ist es ewig her, wo ich den mal gesehen habe. Der war schon sehr hart an der Grenze, was Blödel-Comedy mit Leslie Nielsen angeht. Aber ja, auch nicht mehr so leicht zu bekommen. Und
Ja, für den Preis nehme ich den auf jeden Fall mit. Ja, ich habe vor kurzem den Film bekommen von Magus, Böse gehen raus, an der Rüsselvieh. Habe ich bekommen auf Dürfete Philadelphia Experiment 1. Ich habe den Film noch nie gesehen. Und da sagt der Patrick, den musst du dir unbedingt mal antun. Magus, ich habe es immer noch nicht getan, aber dafür habe ich mir das schon geholt. Ich weiß nicht, was der Film kann. Ich weiß nicht, worum es geht. Weiß auch nicht, ob der an den ersten anschließt. Auf jeden Fall, ich werde mir irgendwann jetzt demnächst mal den ersten Teil in den Player schmeißen und jetzt habe ich auf jeden Fall den zweiten Teil. Was geht's denn so überhaupt? Weißt du auch nicht, ne? Weil ich sehe vorne da so ein Flugzeug. So wie ich das richtig in Erinnerung habe, ein Zerstörer, also ein großes Kriegsschiff, kennst du ja, ne? So ein Flugzeugträger mit allem drum und dran, schafft es irgendwie, wird zurückkatapultiert in die Vergangenheit. Hm. Ich glaube, Zweite Weltkrieg. Hier kann auch sein, dass es umgekehrt ist. Nee, das ist auf jeden Fall ein modernes Kriegsschiff, was in die Vergangenheit und mischt da ein bisschen mit auf. So, wo es im zweiten Teil geht, weiß ich nicht. Kannst du auch mal auf Pause machen, kannst du auch mal durchlesen. Oder lässt es einfach sein und zeigt deinen nächsten Film. So machen wir es. Genau. Ja, dann geht's weiter mit Blödelkomödien. Es ist ein Film aus dem Hause Laser Paradise, aber das ist sowas von ein Bootleg, glaube ich. Also das Cover ist ganz schlecht gedruckt. Selbst die DVD ist nicht sehr gut bedruckt. Vielleicht ist es aber auch doch schon sehr knatschig. Man hört das richtig, wenn du das anpackst. Ja, ja, ich habe es so ein bisschen mal so grob sauber gemacht. Ja, und den Lappen kannst du anschließend wegschmeißen. Ja. Und zwar nochmal Leslie Nielsen, die römische Kanone. Das ist Ewigkeiten her, wo ich den mal gesehen habe. Und ja, ich mag ja so, hat ein bisschen blödelig angeht. Allein hier der sandalöseste Skandalfilm seit Ben Hur. Einfach nur dämlich. 2000 und halbe Jahre vor unserer Zeit. Ja, auf jeden Fall ein französischer Regisseur. Das hat der eine Pistole dann da? Wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ja, es kann sein. Es ist so einfach, das ist richtig schlecht gedruckt. Lieutenant Frank Trevor. Also als hätte ich das hier zu Hause auf so einem ganz billigen HP-Drucker selber gemacht. Keine Ahnung, aber freue ich mich auf jeden Fall. Die römische Kanone. So, dann habe ich mir einen richtig harten Thriller mitgenommen, sogar FSK 18. Weiß ich auch gar nicht momentan. Wie gesagt, ich hatte keinen Handyempfang. Ich wollte eigentlich mal gucken, ob es den auch auf Blu-ray gibt. Aber ging leider nicht. Aber dachte ich, für 1 € oder 1,50 € nehme ich den auf jeden Fall mit. The Flock, Dunkle Triebe, ein ziemlich harter Thriller mit Richard. Ja. Ja, klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Also ich habe den mal gesehen, ich weiß gar nicht mehr so wirklich, worum es geht. Ist auf jeden Fall ziemlich lange her, das war zur Videothekzeit. Ausgeliehen, geguckt, für gut befunden und so habe ich ihn jetzt nur in Erinnerung. Da könnte vielleicht so eine Mischung sein, so aus 7 und 8 mm. Und wie heißt der mit dem? Resurrection. Resurrection, genau, sowas vielleicht. Ne? Nee, geht irgend so ein Triebmörder da irgendwie, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht mehr. Nach 20 Jahren Ermittlungsarbeit oder Sexualstraftäter ursprünglich, Sexverbrecher, Besessenheit, Zwangspensionierung, Mädchen. Ja, das hört sich. Sex. Claire Danes, woher war die denn nochmal? Sexualstraftäter. Okay. Romeo und Julia, oder? Was? So weit guckst du? Nee. Also, nächster Film. Okay. Ja, ein Genre, was eigentlich sehr, sehr selten bei mir vertreten ist. Aber ich habe ja mal von dir Teil 1 und Teil 3 bekommen. Und jetzt kann ich quasi die Trilogie schließen mit Django de Reggie. Mit Franco Nero, auch hier ab 18. Und das ist sogar dieselbe Edition wie die anderen beiden Teile. Und jetzt kann ich mir das tatsächlich mal komplett geben, irgendwann. Dann mach das wirklich auch mal. Ich kann es dir wirklich nur empfehlen.
Der erste, ich muss ganz ehrlich sagen, der erste ist ein bisschen, ja, Geschmackssache, Geschmackssache. Es liegt vielleicht daran, weil ich das, mein erster Django-Film, den ich jemals gesehen habe, war damals wirklich Django's Rückkehr. Das ist auch der einzige ab FSK 16. Das war der dritte Teil. Das war mein erster Django, den ich gesehen habe. Und der hat sich dann natürlich eingebrannt und ist für mich bis heute immer noch der beste. Vielleicht liegt es daran, weil es der erste war. Dann habe ich den ersten Teil gesehen mit Franco Nero. Den fand ich dann nicht so gut wie den dritten. Das liegt wirklich daran. Das ist kein Witz. Ich habe zum Beispiel damals als allererstes Tanz der Teufel 2 gesehen, bevor ich den ersten gesehen habe. Und ich finde heute immer noch den zweiten einen Ticken besser wie das Original. Ist schon, ja, zum Beispiel, letztens hatten wir noch die Diskussion gehabt. Ich weiß gar nicht mehr mit wem. Da ging es um Freitag der 13. Und mein erster, allererster Freitag der 13. Film, den ich gesehen habe, war Jason Goes to Hell, The Final Friday. Das war mein allererster Jason-Film. Und ich war total, ja, da war es um mich geschehen. Ich habe es gemocht, obwohl der auch nur am Anfang oder am Ende, aber es ging ja um die Kills und alles drumherum, dann mit den Maske und ja, das war mein erster Jason-Film und ich finde ihn immer noch große Klasse, wirklich große Klasse. Und dann kam erst danach irgendwann auf VHS, auf dem Schulhof gedealt, kam dann Teil 3, war doch der Teil 3, wieder mit Pfeil im Bogen, ja, ja, wo der eine im Rollstuhl sitzt. Ja, ja, genau. Axt in den Kopf und dann noch die Treppe runter. Ja. Hart. Hart, aber hart, fair. Hart, oh, aber herzlich. ja, mach mal. Ja, den ersten Teil habe ich mir vor Ewigkeiten mal organisiert auf DVD und jetzt konnte ich mir mal den zweiten Teil zulegen. Filme kenne ich natürlich alle, habe ich alle schon gesehen. Ach, hast du schon gesehen. Und ja, ja, ich kenne sie tatsächlich alle. Sogar in der Spio-JK-Fassung dürfte mich jetzt nicht, ob es noch unrated Spio-JK, keine Ahnung. Ich dachte, okay, für das Geld nimmst du jetzt auf jeden Fall den zweiten Teil mit. Fies 2 Sloppy Seconds. Finde ich cool. Nicht ja? schlecht. Mein Englisch wird immer besser. Boah, es ist incredible. Das ist schon ein bisschen. Ja. Ja. Naja, so. Komm, übertreibe. Ja, gut. Natürlich ist der zweite und der dritte Teil nicht ansatzweise so gut wie der erste, aber... Ja, also so, wie ich das in Erinnerung habe, war der erste, ging wirklich noch in die ernstere Schiene, also richtig Creature-Feature-Horror und 2 und 3 war schon ein bisschen albern. Ja, der erste Teil, da hatten wir auch definitiv mehr Geld im Spiel. Und gute Schauspieler, ja, gute ja. Produzenten, wer war denn alles da mit involviert? Oh, das weiß ich nicht mehr. Ben Affleck, Matt Damon, lauter so namentliche Leute haben mir ja den ersten Teil überhaupt ermöglicht und finanziert. Irgendwie waren das, waren da alle mehrere große, müsste ich jetzt Google für anschmeißen. Ja, also auf jeden Fall kann ich mich an sie hier noch gut erinnern. Die, das ist mir klar. Die war schön in Szene. Ja. Halb nackt, rote kurze Haare, nee, nach hinten gebunden. Das ist deins. Auch nicht schlecht. So. Auf jeden Fall Teil 2 und 3 ist eigentlich ein Film. Ja. Die sind in einem Ratsch durchgedreht worden. Das ist das Gute an denen. Kann man sich auf jeden Fall mal geben. Kann man. Muss man nicht. So, dann habe ich... Kann man aber. Kann man. Muss man aber nicht. Nee. Ja. Kann man. Muss man aber nicht. Ich will nach Hause. Dann habe ich was Schönes aus dem Hause Marketingfilm entdeckt. In der ungeschnittenen Fassung. Der Tempel des blutigen Goldes. Wahrscheinlich irgendein B-Action-Abenteuerfilm. Keine Ahnung. Ich weiß auch... Ah, USA. Okay, USA, Anfang der 80er. Habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf. Wer weiß, was für Alternativtitel es gibt oder der Originaltitel. Yellow Hair and the Fortress of Gold. Gelbe Haare und das Schloss des Goldes. Ja. Ist doch hier 1:1 übersetzt. Auf jeden Fall, der gute Mann hat die damals auch aus der heimischen Videothek hier aus Düsseldorf selber aufgekauft. Und ja, deswegen haben die hier teilweise noch so, leider ist das wirklich aufs Cover draufgeklebt, noch so eigene Strichcodes. Ja, früher in der Videothek war das so, die haben dann die Filme, die sie aus verliehen haben, nochmal mit eigenen Strichcodes versendet, beklebt. Und ja, das lasse ich auch drauf, da fummel ich gar nicht dran rum. Aber ja, wie gesagt, sollte eigentlich 8 Euro kosten. Aber ich habe jetzt
für den Stapel wollte er letztendlich nur einen Zehner haben und das war für mich mehr als in Ordnung. So, jetzt hast du noch einen allerletzten. Ja, natürlich eben Teil 2 in die Kamera gehalten. Jetzt habe ich hier Teil 3 und somit ist auch diese Reihe komplett in meiner Sammlung. Ja, jetzt nur die Frage, wann ich das irgendwann mal so in den Player schmeiße. Keine Ahnung. Irgendwann. Obwohl ich ganz schön viel abgearbeitet habe und habe sehr viel geguckt in letzter Zeit. Ja, aber zum Glück bin ich nicht der Einzige mit dem Problem. Nicht wahr? Ja. So, was haben wir dafür bezahlt? Ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich gucken, ob ich nicht zu viel dafür bezahle. Er hat auf jeden Fall gesagt, komm, hier alle PlayStation 4 Spiele, da liegen 10er. Na, da dachte ich, gut, machst du das, fertig. Und hier die, für die FSK 18 Filme wollte er da immer ein bisschen mehr haben, da wollte er immer so 5 Euro für haben. Ja, das, was draufsteht, war genau. Das, was draufsteht, aber sonst alle DVDs 1,50 Euro. So, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 DVDs. Da habe ich jetzt bezahlt einen 10er. Das kann man machen. Kann man verschmerzen. Also gerade die Fiesteile, gerade 2 und 3, ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Kurs. Kann man nicht meckern. Eben spaßhalber mal geguckt. Meine erste Anlaufstelle ist eigentlich immer, wenn ich nach einem Film googeln möchte, habe ich dann Amazon angemacht, weil bei ihm hatte ich ja dann Internet, weil Familie Picker hat ja sowas wie WLAN. Ja. Ja. Aber sonst hätte ich in ganz Düsseldorf anscheinend keinen Empfang. Und dann konnte ich dann mal so gucken. Also der Film wird so mit 15, 16 Euro gehandelt auf DVD, tatsächlich. Ja, aber dadurch, dass wir ja Sammler sind und da wir selber nach gerade so Raritäten ja Ausschau halten, also bei mir ist das auf jeden Fall so, was das angeht, wenn das in der Sammlung ist, dann bleibt das auch in der Sammlung, definitiv. Manchmal. Ja. So, das war es auch schon. Ja. Das war unsere kleine Mini-Ausbeute aus dem Kiosk. Reicht doch, oder? Wir haben jetzt 22 Minuten um Zeug geschwätzt. Eben. Ja, schreibt mir in die Kommentare, wer bis zum Ende schaut. Ist immer ganz interessant. Ah, Frau Picke, hallo. Wollen Sie schon? Langsam fertig. Ja. Ja. Wollten Sie nicht los? Ja, eben. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja. Bis zum nächsten Mal. Euer Picke. Und euer Angler. Horido. Tschüssi.